Is it safe there? Weißt du, wir hätten auch nach Mallorca fliegen können, aber nein. Er meinte ja, dass das nicht unbedingt der sicherste Ort ist, wo wir hinfahren, aber die werden ja schon, also ihr macht ja keinen Quatsch. Ich habe viel Mund immer. You turn off. Like Cannabis, like Heroin. Joe, ich kann nicht mehr. Ja, wir lassen uns tragen vom Team. Guck mal, dem seine Hand trägt uns ins Bett, würde ich sagen. Ich habe gerade fast gepennt. Ich glaube, das ist ein Hinweis, Julia. Oh nee, ich kann nicht mehr. Vielleicht wird es auch was Schönes. Ihr dürft nur zwei Streichhölzer bewegen, um die hier größtmögliche dreistellige Zahl zu erreichen. Ich kann doch jetzt nicht mehr denken nach dieser Challenge. Seid ihr irgendwie verrückt? Das finde ich gerade so ultra kompliziert. Nein, wir schaffen das. Wir dürfen zwei Streichhölzer bewegen. Das bedeutet, aus der 3 hier wird auf jeden Fall eine 9. Und dann können wir hier den wegnehmen und können da auch eine 9 draus machen. Und dann ist das eine 0. Nee, guck mal, das hier kann auch eine 9 werden. Wir nehmen den hier. Guck mal, darf ich mal? Stimmt, ja. Ich fange einfach mal an, ja? Mach mal. Ich nehme jetzt hier den weg, dann ist das eine 9. Dann ist das hier auch eine 9. Und dann müssen wir den nur noch so hier machen. Ja, ist auch eine 9. 999. Ja, perfekt. Hä, wir sind ja voll die Hyperintelligenten. Mein Gott. Wir sollten promovieren. Wir sollten auch einfach nicht mehr gegeneinander, sondern einfach als Team das hier weitermachen, weil so funktioniert's auch. Okay, versuchen wir, ob das klappt. Ach ja, stimmt. Ja, wir sind nicht fertig. Okay, warte. Jetzt geht's aber los hier. 9, 9, 9. Oh, es geht auf. Geil. Wir sind wirklich schlau. Wir sind wirklich so schlau. Ich bin begeistert. Ein Flugticket. Ah, sogar zwei Flugtickets. Macht Sinn. Und wo geht's hin? Leute, wir sind im Flugzeug. On our way to Albania. It's Josie. Josie war on the toilet. Schön, gell? Achso, für die Folge? Mhm. Dann sag ich's nicht. So, jetzt aber mal Spaß beiseite kurz. Wir sind jetzt im Flugzeug in Richtung Albanien. Ich habe niemals gedacht, dass ich jemals nach Albanien fliegen werde. Ich weiß auch nicht, für was Albanien jetzt steht, was mit der Challenge zu tun haben sollte. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich muss diese Challenge gewinnen, weil es steht jetzt 3-1 und das kann ich halt erstens nicht auf mir sitzen lassen und zweitens, du kannst einfach nicht weiter an mir vorbeiziehen. Das reicht jetzt. Ich glaube, ich werde aber noch weiter Nein, an dir vorbeiziehen. Es reicht mir jetzt. Drückt mir die Daumen, Leute, bitte. Fuck! Da. Ab geht's. Warum bist du eigentlich so unglaublich motiviert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe richtig gut geschlafen. Ich hasse dich. Hallo. Oh, guck mal. Geht's schon los, ey? My name is Valon. Hello, I'm your driver for today. Julia, nice Where do you want to go? We actually don't know. Wo gehen wir eigentlich hin? We thought you would know. Maybe you can take the phone. Ich habe nichts bekommen. Hast du was bekommen? Ja, von einer Nummer. Gott, von einer Nummer? Ja, von oh einer mein Gott. Nummer habe ich einfach. 40,5 minus 20,8. Soll ich jetzt rechnen oder was? Ich hab bekommen, das kann ich doch nicht. Ich habe bekommen N-O. Und das sieht doch, guck mal, das sieht doch schon wieder ja, aus wie Koordinaten. Das sind irgendwelche Koordinaten. Natürlich. N40,5 und... Wenn er schon sagt, check the phone. Okay, warte, ich gebe das mal bei meiner Navigations-App ein. Hübsch. We need to go here. You really want to go there? I guess we have to, right? what is there? It's no problem. Okay, let's go. Hey Leute, das war eine Reaktion, die ich jetzt nicht so cool fand. Aber gut, dann... Is it safe there? Maybe. 50-50. Sorry, why is it not safe in the area where we go? They spend too much drugs. Like cannabis, like heroin. Was? Das and eine Challenge. When they see visitors like you, they come to you to spend them. And if you say no, I don't want it, maybe they think you are a cop. You should to be quiet. When someone comes to you and asks for something, you just say, I'm sorry, but I'm not interested. Hey!
Hä? Wo fahren wir hin? Okay, irgendein Ort, wo es viele Drogen gibt und wir sollen nicht sagen, dass wir sollen nicht zeigen, dass wir die wollen. Ja, ich will sie auch wir müssen gar nicht. Beieinander bleiben die ganze Zeit. Wir bleiben einfach bei dir. So, am Anfang habe ich gedacht, netter Fahrer. Ja, ne? Hat uns richtig nett begrüßt. Ja. Und auf einmal wurde es ganz weird mit Drogen und gefährlicher Ort und alles. Aber irgendwie. Do you like the car? We love the car. Yes, I made a big deal for this car because I give it to someone some money and he didn't give me back and I took this car. Oh. You took his car? Yes. What? Er hat das von jemandem geklaut, weil er ihm Geld geschuldet hat. This is not your car? No, it's not my car. But you know the someone you took it from? I meet him when I was in prison. When you were in prison? Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle hier irgendwie... Kann uns irgendjemand hören? Hallo, unser Fahrer kommt aus dem Gefängnis. Der verarscht uns doch, Joey. Der macht wird nur auch Spaß. Angelegener, wo wir hinfahren. Guck mal, wir sind schon komplett raus aus der Stadt. Er meint ja, dass das nicht unbedingt der sicherste Ort ist, wo wir hinfahren. Aber die werden ja schon, also ihr macht ja keinen Quatsch. Wir würden doch nicht in irgendein Auto einsteigen, wo niemand Bescheid weiß, was das ist. Außer ihr seid alle bekloppt und lebensmüde. Ihr seid wahnsinnig, wirklich. Aber bekloppt sind sie, das haben wir schon in den anderen Challenges gemerkt. Weißt du, wir hätten auch nach Mallorca fliegen können. Es sieht auch wirklich alles so traurig hier aus, ne? Oh. Polizeikontrolle, Freunde. Oh nee. What the fuck? Es kann doch nicht wahr sein. Sorry. Wirklich. Alles gut. Everything is alright. Sigalove. Mir? Mir. Hello. And ja, tourist, tourist, tourist. Tourist? Tourist. German. Quater. How many people? Quater. Four. Five. With him, five. First time in Albania? Yeah. What are you shooting? Just... Podirem një kështu tip dokumentari për... Sure. Për vëndin. Habt ihr eure Plätze? Einmal, please. Leute, wirklich. Okay, here. We just want some money and it's okay. Money? Maybe just $5 or $10, it's okay. Hat er das jetzt wirklich gesagt, dass der Polizist Geld will? Ja, aber das ist ja jetzt nichts Unnormales. In Europa? ID. Do you have ID? Do you have ID with you? Do you have ID? Passport? Yes. Ich krieg nie wieder meinen Pass zurück. Ich bringe euch Warum habe ich dir meinen Pass gegeben? Ich bringe euch This is the passport. Er hat Geld, ja, der besticht dir jetzt. Hä? Oh, guck mal, Karl. Kusch ist ge Schoko. Kusch ist ge Zap. Jan thjesht shoqëru së burrë. Po mi më thon, pse thret atë? Mos e thrit atë. Të thash do të them un. Jozef, kush është ky? Jozefi. Jozef, kush është Jozef? You are Jozef. Çe doch mal, Joey. Step out of the car, please. Oh. Çfarë po filmon ti më? Hey, bjerë kamerën këtu, bjerë kamerën. Bjerë kamerën këtu. You turn off. Turn off! Yeah, it's off. Sorry Leute, aber ich steig hier nicht auf. Hey. Joey, steig aus jetzt. Hey, ich steig doch nicht auf. Steig aus jetzt! Können wir bitte kurz einmal abbrechen? Just step out of the car. If you have one phone, you can film. Yeah, it's okay. We I don't want to film, I want to save my life. You're safe, but you're just idiots. Okay. I didn't talk. Are you still filming? No. Are you still filming? No. Please. Can I see? Turn. Brother. No. What are you doing? Can I get? Step out. Kape çika të ti ku shovla? Është ishte makina jote. Step out. So, how did you meet the driver? We need to sort this out. Brother, are you shooting or something? No, please. No shooting. You are coming with us. We have to sort this thing out. Yeah. I have to handcuff you just for the procedure, and please don't. Joey, der verhaftet mich gerade. No. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe kein Geld mehr. Johannes. Wir kommen mit euch. Chefi, du bist ja nach Kines. Ndërko, okay. Ich sitze gerade in Handschellen. Ich sitze hier in Handschellen. Keine Beweise haben.
ist das hier? Ich habe gerade Stressschweiß. Stinkt, sorry. Ist mir scheißegal. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Sorry, das ist doch... Ah! Das ist doch sowas von die Challenge. Die kommt doch... Ey, wenn das mit... Also sorry, aber das kann ja nicht sein. Ja, okay. Dass das hier noch echt ist. Bitte lass das einfach die Challenge sein, Alter. Ich schwöre, ich... Julia? Julia, ey! Was soll das? Hölle ist das. Du bist aber grob hier, Freundchen. Juhu. Aha. Okay. Hey Leute. Ich habe mir das von Anfang an gedacht, dass das einfach nur so ein richtig, richtig beschissener Scherz ist von euch. Das schwarze Auto, mit dem ihr heute unterwegs wart, gehört einem der größten Drogenbarone Albaniens. Genau. Schon lange wird nach dem Wagen gefahndet. Euer Fahrer behauptet, es wurde ihm kürzlich als Gebrauchtwagen verkauft und er habe selbst nichts mit den illegalen Machenschaften zu tun. Die Polizei verdächtigt euch, in die Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Eure einzige Chance: findet den echten Täter. Alles, was ihr dazu braucht, befindet sich in diesem Raum. Sobald ihr der Meinung seid, dass ihr lösen könnt, gebt dies laut bekannt und klopft an der Tür. Anschließend müsst ihr den Täter bei einer Gegenüberstellung identifizieren. Ihr dürft den Verdächtigen allerdings keine Fragen mehr stellen. Wer von euch beiden schneller den richtigen Täter identifiziert, gewinnt die Challenge. Wenn ihr einen Hinweis braucht, benutzt das Telefon. Das kostet euch jedoch jeweils eine Strafminute. Der erste Hinweis ist gratis. Klau dem Polizisten den Hut. Hi Leute. Ihr seid scheiße, wisst ihr das eigentlich? Leute, ihr seid solche Assis, ihr könnt mich nicht mit dem Adrenalin jetzt hier in Escape Room machen lassen, nachdem ich gerade verhaftet. Soll ich jetzt schon anfangen oder was? Läuft die Zeit schon? Du Scheiße. Der Täter trägt einen Hut, steht hier drin. Aber ich muss ja erstmal von diesem Dings hier loskommen. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ah, oh, warte mal. Da. Hier ist was. Ist doch so. Ja! Hab den Schlüssel! Oh, Mann, ey, ich bin noch so aufgeregt von dieser ganzen Aktion gerade und jetzt soll ich mich hier so voll konzentrieren. Könnte ich doch mal am Arsch lecken, wirklich. Ach, okay. Gut, das ist mein erster Hinweis. Der Täter trägt einen Hut. Ja, hier, bitteschön, dein Hut. So, und jetzt muss ich andere Sachen finden. Okay, Hals, Kopf und Brust. Und Arsch oder Hand wird mir hier gezeigt. Mhm. Gott, warum habe ich denn nicht richtig zugehört am Anfang? Hier ist eine Brille drin. 2805. Okay, warte. Also ich habe schon ein paar Mal Escape Rooms gemacht, aber nicht alleine. 2805. Geht. Super. Ist doch schon mal schön. Okay, das trägt der Täter wahrscheinlich einfach auch, ja? Okay, aber eins von beiden wahrscheinlich, oder? Egal, du hast erstmal beides. So, den muss ich aufkriegen, sonst wäre hier kein Schloss. Zahlencode Aktenschrank. Das heißt, ich muss auf 3 Zahlen kommen. Und hier ist natürlich nichts drin. Hier haben wir einen Blumenstrauß mit einer Karte. Ey Leute, sorry, ich habe jetzt wirklich überhaupt gar keine Zeit mit euch zu interagieren, weil ich muss wirklich gewinnen heute. Ich habe gehört, sie haben dich geschnappt. Du steckst dir doch so gerne Blumen ans Hemd. Ich habe vergessen, welche. Ich habe vergessen, welche. Gegen eine warst du doch allergisch. Jetzt verstehe ich's. Gegen irgendeine ist er allergisch. Okay, was haben wir noch? Vielleicht kriege ich das ja hin. Hier haben wir einen Schreibtisch mit noch einem Schloss. Da brauche ich 4? Ja. Hier habe ich eine Lupe, ein Buch. Hier ist bestimmt irgendwas drin. Nein, natürlich nicht. Das Pinboard. Das muss ja auch irgendwas sein. Warum wurde die Fliege nicht befördert, weil sie keine... Was ist das für ein Scheiß? Ach, hier ist eine Zahl. Mann, ey, warum gucke ich mir nicht erstmal alles in Ruhe an, bevor ich hier irgendwas suche? Geht auch nicht. 2805 gibt es noch mal irgendwo. Ein vierstelliges Schloss.
Och Mann. Nee, das ist 3. Boah, ist das scheiße. Also, ich habe noch nie in meinem Leben vorher eine Escape Room gemacht und genau so habe ich mich angestellt. Ich habe mich gleichzeitig so dumm gefühlt und dachte, die gucken mir gerade live dabei zu, wie ich nichts auf die Reihe kriege. Ich muss sagen, ich hatte sehr schlechte Laune in dem Moment. Okay, kein Plan. Betrachte den Code aus einem anderen Blickwinkel. Betrachte den Code aus einem anderen Blickwinkel. Ich doch schon. Ach, deswegen ist der Spiegel da 2085. Aber das habe ich doch auch schon eingegeben. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich weiß nicht, ich habe es nicht eingegeben. Okay. So, er trägt anscheinend einen Schlips und eine Krawatte. Aber ich muss jetzt irgendwie herausfinden, was von beiden er trägt. Ah! Ups. Hier ist was hinter. Okay, was ist das? Gemäß den vorliegenden Informationen und Ereignissen wird die Beziehungshistorie von weiteren albanischen Staatsbürgern detailliert beschrieben. Warte, war da gerade noch irgendwas dran? Ein Ring! Hier ist ein Ring hinten an diesem Ding dran gewesen. Keine Ahnung, ob ich diesen Zettel hier brauche. Ich lasse den mal kurz hier liegen. Aber ich glaube, guck mal, hier ist so ein Mann und der hat eine... Ja, ich glaube, das sind die ganzen Sachen, die ich finden muss. Der hat einen Ring am Finger. So, ich weiß zwar nicht wo, aber... Ich habe das, ich habe die Kopfbedeckung. Hier ist eine Brille. Der trägt doch eine Brille. Okay. So. Ich das mal aus. Ich bin jetzt einfach mal so indiskret. Hast du eigentlich gemerkt, dass diese blöde Puppe keine Hose anhatte? Bis zuletzt? Ja, ich habe das Hemd so hoch gemacht und dann habe ich da plötzlich so... Naja, egal. Mhm, auch interessant. Ah, nee, warte mal! Vielleicht hat er... Ah, nein! Der hat doch Blumen irgendwie immer in seiner Tasche drin. Das stand doch hier. So gerne Blumen ans Hemd. Ja, okay, aber welche? Woher soll ich denn jetzt wissen, gegen welche er allergisch ist? Kann man ihm das irgendwie in die Nase halten und er niest dann oder so? Da. Irgendwas mit einer Fliege! Oh mein Gott. Der Fliege. It's the Fliege for him. Wie geil, da wäre ich aber jetzt wirklich niemals drauf gekommen, hätte ich das nicht laut ausgesprochen. Okay, weiß ich nicht. Erstmal hier. Das ist ein weißes Auto. Das ist gar kein Auto. Schwarzer Van. Das heißt, das ist er. Falton. Trägt eine Sehhilfe. Aha, deswegen die Brille. Wow, so langsam verstehe ich das, was ich hier machen muss. Um Gottes Willen habe ich mich am Anfang dumm angestellt. Das ist es nicht. Okay, ich frage jetzt einfach nach einem Hinweis. Schau dir die Pinnwand an. Ein Begriff kommt überall vor. Okay. Schau dir die Pinnwand an. Ein Begriff kommt überall vor. Ich mache hier wirklich auch alles komplett dreckig, ne? So. Ein Zuschauer. Ein Begriff. Fliege. Hummelvolk. Tiere. Volk. Volk. Was für... Oh Leute, ich bin zu blöd für so eine Scheiße. Weil ich weiß, dass wenn ich bei einem Escape Room unter Stress bin, und das war ich sehr, sehr doll, dann checke ich die einfachsten Sachen nicht. Und ich habe wirklich überhaupt gar nicht gecheckt, dass es bei diesem Fliegending um die Fliege oder Krawatte ging. Da habe ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass es dieses Problem ja auch noch gibt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Fly on the wall. 2000 Jahre später. Ich bin wirklich die dümmste Person der Welt. Okay, er hat eine Fliege um. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich brauche einen Zahlencode. Und ich rufe jetzt an. Hallo, ich hätte gerne den Zahlencode. Ja, nee, ich verschwende jetzt keine Zeit. Ich bin für eh länger. Die Taschenlampe öffnet den Schrank. Die Taschenlampe öffnet den Schrank. Oh, scheiße, bin ich blöd, ey. Okay. Ja. So, und hier haben wir einen Brief. Hospital, Patienteninformation. Geschlecht, Blutgruppe, Anamnese. Der Patient leidet an wiederkehrenden allergischen Reaktionen, insbesondere nach Kontakt mit Rosen oder anderen Rosengewächsen. Das heißt, wir haben diese tolle...
Petunie oder sowas ist das bestimmt. So, und die klemmt bei ihm am Hemd. Anderen Rosen oder anderen Rosen gewechselt. Okay, Rose. Dann habe ich jetzt das und Junge, ich bin die dümmste Person der Welt. Natürlich nimmt er nicht die, gegen die er allergisch ist. Ich brauchte den Hut, ich brauchte die Brille, ich brauchte die Rose. Nee, ich brauche irgendwas am Hals. Ah nee, das ist die Fliege, Rose. Und entweder ich brauche jetzt irgendwas, ich brauche eine Hose, was relativ offensichtlich wäre. Oder irgendwas für die Hand. Hallo. Folge dem roten Faden. Folge dem roten Faden. Der Kameramann lacht ganz toll. Ich weiß, dass ich mich blöd anstelle. Jetzt habe ich aber verloren, wo ich bin. Das find ich, kann ich dem roten Faden überhaupt... Ja, doch. Ach, dahinter. Oh. Hasse euch, ey. Toll. Mir ist ein Ring runtergefallen. Geht nicht dran. Ich bin sauer. Ja, trägt eine Sehhilfe. Okay. Okay, das ist das Auto, mit dem wir hergekommen sind. Und der trägt eine Sehhilfe. Muss ich ihm das jetzt auch noch geben? Hier, dein Auto. Bitteschön. Nice. Wir sehen uns gleich. Gemäß den vorliegenden Informationen und Ereignissen wird die Beziehungshistorie detailliert beschrieben. Einst ein vielversprechender Schüler mit einem Charme, der nicht unbemerkt blieb, fand seine erste Liebe, rassige Adita, eine Klasse. Er ist geschieden und danach ist er wieder zu seiner Adita zurückgekehrt und dann sind sie aber noch ein glückliches Paar gewesen, aber ohne Hochzeit, weil haben sich ja schon mal getrennt. Ja, ich sage, kein Ring. Okay. Bin fertig. Okay, come with me. Are you actually from the police? Yeah, we're going. Really? Glaub nicht mehr dran. Ach du Scheiße. Oh nein, jetzt muss ich sagen, wer das ist oder was? Das ist irgendwie so eine weirde Situation gerade. Aber okay, schauen wir doch mal. Er ist es auf jeden Fall schon mal nicht, weil er hat keine Brille auf. Er hat auf jeden Fall eine Fliege, das heißt, der mit der Krawatte scheidet auch aus. Das heißt, wir haben nur noch die beiden hier rechts und ganz links. Er ist es auch nicht, weil er ist eigentlich allergisch gegen Rosen. So, und jetzt kommt es auf den Ring an. Er hat eine Kappe auf. Er hat auch eine Brille an, er hat eine Fliege an, er hat diese Blume dran und er hat einen Ring. Also, er links hat einen Ring und ich habe gesagt, er hat keinen Ring. Weil es wurde annulliert und danach kam aber nichts mehr mit einer Ehe. Er hat eine Brille, er hat eine Fliege, er hat eine andere Blume. Okay, ich leg mich fest, ich sag, es ist Täter 1. Ich kacke mir in die Hose, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es passt eigentlich alles, ich habe mich entschieden für Nummer 4. Ja? Yeah. Was it wrong? You're done. Come with me. Okay. Oh mein Gott, Joey. Julia. Hallo. Was war das denn? Boah, ich kann nicht mehr. War das alles scheiße? Wir werden sowas von einem Hühnchen mit euch rupfen, ne? Wir haben uns einfach... Das war Psychoterror, das Feinste. Das war der krasseste Psychoterror meines Lebens, wirklich. Ich halt bin da so durchgehetzt die ganze Zeit, weil ich so dachte, die Zeit! So, Julia, Joey. Ja. Good job. Good job. Okay. I'm impressed, really. How nice you can be. I never saw him smile. Turn off! All right, let's be serious now. Oh, okay. Your timing. Julia. Yeah? You had 16 minutes. Wow! And 1 second. 16 minutes and 1 second? Yes, but you also had 2 clues. Yeah.
So you have 2 minutes of penalty. So 18 minutes. Joey, good job. Thank you. 25 minutes. And 56 seconds. And you also had 3 clues. So you do the math. Mm-hmm. So obviously, you were faster. But only one of you guys found the right suspect. Oha, wir hatten unterschiedliche dann. And the right suspect had the hint. A wedding ring. Wait. Oh mein Gott, hast du den mit Ring genommen? Ja. Wait, so the one with the ring was correct? Yes. Ja. Nein! Ja. Nee, der hat... Ja. Hochzeit wurde... Nee, annulliert. Ja. Ach, Annullierung heißt ja, es gibt gar keine Hochzeit. Ach, weißt du was, ich habe keine Ahnung, was das alles war. Ich war so aufgeregt, ich habe den Text nicht verstanden. Was für ein Text? Na, den Text für den Ring. Gab's einen Text? Ich habe einfach diesen Ring gefunden und habe den an den Finger gesteckt. Dieser Text, ob dieser Typ jetzt einen Ring hat oder nicht, war so unglaublich verwirrend geschrieben. Ich muss den auch gleich noch mal ganz in Ruhe lesen. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt einen Ring gefunden. Ja, da muss wohl ein Ring an die Hand und keine Uhr oder was auch immer. Und ich dachte dann, wenn es schon einen Text gibt, der in Frage stellt, ob er jetzt den Ring, den es ja gab, trägt oder nicht, dann ist es doch eher so, dass er ihn nicht trägt. Ganz ehrlich, Joey, selbst wenn du den Ring gefunden hättest und ihn richtig dran gemacht hättest, ich war eh schneller. Das stimmt, ja, das stimmt. Julia? Ja? You won the challenge. Yeah! Hast du es gehört? Weißt du, wenn du beim nächsten Mal gewinnst, liegst du immer noch nicht vorne. Aber dann hab ich dich. Ein bisschen was kommt noch. Ich bin jetzt warm gemacht. Komm her. Was verdient du? Ich hab mich angeschaut wie der letzte Vollidiot. Okay, guys, let's go out. Okay, do we need to follow you? You can be nice now, right? Ich kann nicht mehr, das war zu krass. Ich bin völlig fertig. Ja, dein Kopf gleich auch. Ja. Warte. Okay, jetzt mal Spaß beiseite. Das war wirklich ein absolut krasser Tag, aber zum Glück nur ein Spiel, Leute. Und die Menschen in Albanien sind wirklich total nett und es ist wirklich ein wunderschönes Land, aber... Es gibt auch ein paar Probleme hier in Albanien, vor allem was Korruption und Kriminalität angeht. Und die Kolleginnen und Kollegen von Atlas haben eine richtig heftige und gut recherchierte Dokumentation dazu gedreht. Die findet ihr jetzt hier verlinkt. Ganz genau. Und ansonsten gibt es noch unsere letzte Folge. Hier kannst du vielleicht aufhören, meine Haare die ganze Zeit in der Hand zu haben. Das war so lustig. Leute, schaut euch die auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne noch an. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben euch ganz so lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.